Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seinen digitalen Impfpass richtig einrichten kann und das egal, ob mit der CovPass-App oder auch mit der guten alten Corona-Warn-App. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich vom Hausarzt nach der zweiten Impfung ein EU-Impfzertifikat mit einem großen QR-Code darauf erhalten, was ich jetzt einfach mal in eine der beiden genannten Apps einfügen möchte. Und falls du bisher noch kein digitales Impfzertifikat hast, dann am besten mal mit deinem Impfnachweis in die nächste Apotheke gehen und dort erhältst du dann normalerweise auch so einen großen QR-Code. Im nächsten Schritt müssen wir auf unserem Smartphone mal auf den Google Play Store gehen und dann anschließend eine der zwei Apps downloaden. In meinem Fall mache ich jetzt zuerst mal die Corona Warn App vom Robert Koch Institut. Da einfach auf Installieren klicken und bei der zweiten App einfach einmal CovPass eingeben. Das wird normalerweise auch schon angezeigt, auch vom Robert Koch Institut und dann ebenfalls auf Installieren. Wie gesagt, man braucht nur eine von den zwei Apps, aber zur Vervollständigung zeige ich es mal bei beiden. Ich zeige das Ganze zuerst mal mit der CovPass-App. Hierfür auf das entsprechende Symbol draufklicken, anschließend auf Los geht's. Jetzt werden nochmal die einzelnen Schritte etwas detaillierter gezeigt. Das kann man sich gerne durchlesen. Wenn nicht, einfach mal auf Weiter. Datenschutz passt auch. Deswegen gehe ich hier noch auf Alles klar. Und jetzt steht auch schon da, dass wir mal unseren Nachweis hinzufügen können. Hierfür einfach auf das entsprechende Plus darunter klicken, QR-Code scannen. Dann muss man nochmal der Kamera natürlich erlauben, dass die App hier auch den QR-Code scannen darf. Deswegen auf Zulassen klicken und normalerweise wird jetzt nämlich auch schon die Kamera aktiviert. Deswegen einfach mal über den QR-Code halten und es wird auch schon automatisch erkannt. Bei mir wird jetzt angezeigt, dass ich sofort den vollständigen Impfschutz habe. Das liegt einfach daran, dass ich gleich das Zertifikat von meiner zweiten Impfung genommen habe. Also man muss nicht erst das erste Zertifikat und dann das zweite hier einfügen. Und wenn es also passt, einfach mal den aktuellen QR-Code anzeigen. Das schaut auf jeden Fall super aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch noch ein weiteres Zertifikat hinzufügen möchtest, wie zum Beispiel von einem Kind, dann könntest du das Ganze einfach mit dem Plus hier unten erneut durchführen. Bei der Corona-Warn-App schaut das Ganze relativ ähnlich aus. Zuerst einmal wieder auf das entsprechende Symbol draufgehen. Dann können wir hier unten schon den Reiter Zertifikate sehen. Da klicke ich jetzt auch einmal drauf. Anschließend auf Weiter. Wir haben auch hier wieder unser Plus, um ein Zertifikat hinzuzufügen. Da klicke ich auch mal drauf. Anschließend natürlich wieder zulassen, dass die Kamera das Ganze auch scannen darf. Danach einmal das Smartphone nehmen und schön auf den QR-Code draufhalten. Bei mir passt es soweit. Und somit ist jetzt nämlich auch schon das Impfzertifikat bei der Corona-Warn-App und vor allem auch bei der CovPass-App richtig hinterlegt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.